Leute, hier spricht Ouroboros wieder mal und unser heutiges Thema ist sehr interessant. Es geht um Tartaria, eine versunkene, ja, versunken will ich nicht sagen, eine verlorene Zivilisation, die in den russischen Gebieten mal war. Aber ich bin kein Experte für solche Sachen. Dafür haben wir keinen Kosten gescheut, um einen echten Experten zu holen. Es ist der Yannick, Professor Yannick, auch Flacherdler Yannick genannt. Hi Yannick, hallo Yannick, was geht ab? Hallo, ich grüße alle zusammen. Ja, Professor, ja, alles klar. Also, wie gesagt, es geht um Tartaria, ich will dich jetzt nicht stören. Fang bitte an und erzähl uns, was ist Tartaria, um was geht's da, was sind Schlammfluten, was ist das Ende, was weiß ich. Bitte schon, Yannick. Dankeschön. Ja, also Tartaria, erstmal hat es mich gefreut, dass du das Video nochmal hochgeladen hast, weil der Florian, auf jeden Fall ein anderer YouTuber hatte das auch, das Video hochgeladen, aber das ist schon 2 Jahre her und ich finde es ja gut, dass das mal so ein bisschen aufgefrischt wird. Mhm. Denn den Menschen muss doch auch mal klar werden oder sie müssen viel mehr mit Wahrheit konfrontiert werden, weil sie haben ja diese Gebäude, die symmetrisch hergestellt sind, die wunderschön aussehen auch. Die stehen ja jetzt auch mit Slums zusammen, mit einfacheren Gebäuden, die wir hervorbringen können durch unsere Bauwirtschaft in der jetzigen Zeit. Aber wir haben eben noch diese alten Gebäude und die können wir nicht verleugnen. Okay, jemand, der 9/11 verleugnet und Chemtrails verleugnet, der kann das natürlich auch verleugnen. Allerdings für alle anderen Menschen mit ehrlichem Herzen hast du es immer vor deiner Nase. Ja, und dieses Zeitalter hat es natürlich gegeben und wir haben große Schwierigkeiten, das, sag ich mal, in so einer Zeitschiene ganz klar aufzulisten. Ja, wir haben diesen Russen Fomenko, der hat das eigentlich ziemlich gut gemacht, aber dann gibt es noch Hermann Illig. Du hast zu viele Verzettelungen, aber die Gebäude stehen da. Es wurde gemacht, es wurde gebaut und wir haben heute nicht die Möglichkeit, das so nachzubauen. Mhm. Ja, es wird schwierig. Und was ich darüber weiß, ist, dass beispielsweise künstlicher Granit oder super harter Granit und Kautschuk, Schwefel, Gummi, Verschalung und sowas wurde alles eingesetzt. Mhm. Ja, nur findest du heute nichts mehr, weil alles, was uns dahin führen soll, wird immer auf dem Meeresgrund versenkt. Mhm. Ja, die ganze Technologie, die ist wie unsere Kriegsmarine, die natürlich abgeschossen werden, im Meer alle versenkt. Es ist alles nicht mehr da. Aber in den Köpfen der Logenbrüder existiert das weiter. Und sie haben das natürlich auch auf Papyrus. Ja, nicht nur im Computer. Die haben das, um uns immer wieder nach vorne zu bringen. Also um uns immer einen technologischen Fortschritt vorzugeben. Ja, mhm. Aber alles hat es schon mal gegeben. Und das kann ja niemand verleugnen. Ja, wir hatten auch diese Schlammfluten zwischendurch. Da habe ich ja auch mal eine Sendung mit dir drüber gemacht, dass für mich das entscheidende Jahr 1812 war. Ja, ja, es gibt andere YouTuber, da ist es 1700. Andere YouTuber sagen 30-jähriger Krieg. Aber für mich sind das zwei verschiedene Schlammfluten. Und der 30-jährige Krieg ist ein Ersatzgeschichtsstoff für eine Flutwelle. Ja. Oder eine Flutwelle, die die gesamte Erde umfasst hat, ja. Okay. Und 1812, also knapp 200 Jahre später, kam die nächste Schlammflut. Und die hat auch die russischen Gebiete erreicht, also Kaliningrad, Leningrad, wie heißt das, St. Petersburg und so weiter. Und die Welle war so groß, die hatte eine Höhe von Minimum 200 Meter, sonst wäre die auch nicht bis Moskau gekommen. Also die, das ist Wahnsinn. Ja, die ist bis zum, in Deutschland gesehen, ist die bis zum Harz gekommen, sogar noch ein bisschen weiter Richtung ja, Frankfurt, Kassel. Und hat alles vernichtet. Aber in diesem zeitlichen Rahmen gab es eben eine andere Zivilisation, die diese Technologie hervorgebracht hat. Mhm. Und ja, wie ich drehe mich im Kreis. Also du kannst es nicht verleugnen. Du kannst dich nur damit ehrlichen Herzens beschäftigen und dir sagen, ja,
ist alles gelogen. Es ist alles mal anders gewesen. Mhm. Verstehst du? Ich frage dich mal, Janik, das hört sich ja an wie ja, die Geschichte über Atlantis und so, so ähnlich, weißt du? Mhm. Oder ich sag mal so, das muss ja eine Kultur gewesen sein, die wie heutzutage die USA sozusagen die Weltmacht dominiert hat. Besteht die Möglichkeit, dass Tartaria so eine Art ähnliches Kontinent war wie Amerika, dass die, ja, dass die andere Länder beherrscht haben? Zum Beispiel ist es möglich, dass die Pyramiden zum Beispiel eher von den Tartariern Wesen oder Menschen gestaltet worden sind, als es gibt da Leute, die sagen, die Pyramiden sind tausende von Jahren alt. Vielleicht sind die ja gar nicht so alt, was die uns eigentlich hier sagen. Was hältst du davon? Ja, ganz genau. Und es muss noch nicht mal Tartaria sein. Du hast es ja auch eben nochmal ins Gespräch gebracht, Atlantis. Mhm. Ja, das war eine komplette Kultur. Mhm. Auf allen Kontinenten. Das heißt, die Menschen haben ja diese Gebäude überall, auf allen Kontinenten, ob es Südamerika war oder selbst in Australien gibt es solche Gebäude, mhm. immer hervorgebracht. Das heißt, sie waren alle auf einem technologischen Wissensstand. Das war gleich. Aber was wir auch zur alternativen Geschichtsforschung natürlich wissen, dass es auch Kriege gegeben hat. Also dass sie sich auch genauso wie heute aus Logen heraus mit Informationen versorgt haben, um andere Menschenmassen zu steuern und aber auch gegeneinander aufzuhetzen. Also da hat es auch Kriege gegeben, die nicht so sind, wie sie bei Wikipedia stehen. Da steht ja ein Krieg nach dem anderen mit allen möglichen Daten drin. Aber das ist alles komplett gelogen. Es war alles ganz anders. Und in den Nachtschubladen der Brüder ist das alles auch verzeichnet. Ja, und leider ist es tatsächlich so, dass keiner daran kommt. Das heißt, du musst in so eine Loge eintreten, dann über mehrere Jahre dich hochbuckeln, um immer mehr Informationen zu bekommen. Mhm. Und wenn du die erste Stufe erreicht hast, dann hast du vielleicht einen Job im Landratsamt, hier Bürgermeister, oder du kommst ins Geschichtsarchiv deiner Heimatstadt. Ja, aber es ist so ein langer Weg, bevor du an die Wahrheit kommst. Doch mit ehrlichem Herzen und offenem Geist kommst du auch dahin. Ja, mhm. Du musst nur alles in Frage stellen. Und unsere Geschichte ist komplett gefälscht. Mhm. Und ich habe alles in Frage gestellt und ich habe auch alles sozusagen neu berechnet. Ja, mhm. Wie ich das versucht habe zu erklären. 1614, 30-jähriger Krieg. Bullshit. Da war Flutwelle. 1812, Russlandfeldzug von Napoleon. Bullshit. Das war eine Flutwelle. Ja, mhm. Und ich selber komme auch damit sehr gut zurecht. Ja, aber wie gesagt, ich beschäftige mich auch 10 Jahre damit und weiß, dass ich die meisten deiner Zuhörer überfordere. Ja. Mhm. Aber danke für die Plattform, die du mir bietest. Kein Problem. Du sagst ja selber, dass die weltweite Pyramidenbauten oder allgemeine Kultur von einem höheren Kultur beeinflusst worden ist. Genauso wie heutzutage Amerika ja sozusagen durch ihre Kultur die ganze westlichen Länder beeinflusst hat. Ist das möglich, dass die Überlebenden dieser Zivilisation die heutigen Herrscher dieser Welt sind? Das heißt, werden wir ein bestimmtes Volksgruppe, sagen wir mal, als böse darstellen, aber in Wirklichkeit stecken da ja die Überlebenden von Tartaria dahinter, weil die immer wieder ihre Herrschaft, Machtstruktur immer weitergehalten haben, im Geheimen, und bis heute uns kontrollieren durch ihre Technologie, die wahrscheinlich die ganzen UFO-Sichtungen wahrscheinlich auch damit zu tun haben, weil es deren Technologie ist, im Geheimen, sagen wir mal, die Überlebenden oder ich sag mal so die größeren Könige damals, dass die in unterirdischen Bunker, Tunnelanlagen überlebt haben, ihre Technologien verwaltet haben und dann die überlebenden Menschen, die ohne Wissen oder wieder aufgebaut worden sind, das heißt mit falschen Ideologien. Ich gehe davon aus, dass Tartaria eine Zivilisation war, die uns beherrscht hat und nach der Katastrophe die Überlebenden immer noch durch die Geheimgesellschaften uns kontrollieren. Ja, genau. Deswegen können wir die Sendung auch gleich beenden. Du hast dir die Antwort selber gegeben. Ja, es kommt immer aus den Logen heraus. Es wird gerettet. Und damit wird, ja, das neue Zeitalter angefangen. Natürlich dann auch mit massiver Geschichtsfälsche über die Kontinente hinaus.
Das ist ja nicht Tartaria alleine. Da haben wir auch Ägypten, Südamerika, Nordamerika. Wir haben andere Kontinente, wo auch ein großes Wirken im negativen Sinne für die ganze Menschen vorprojiziert ist. Okay, ja, okay. Aber das heißt nicht, dass der Mensch an sich dann gut ist, sondern er kann durch Geometrie und Mathematik und dann eben durch Bauchemie Stoffe verändern und kann wunderschöne Dinge erzeugen. Mit seinem Geist, mit seinen Händen natürlich dann auch, ja, als Maschinist oder als Bauarbeiter und so. Aber es ist alles vorhanden gewesen und du hast völlig recht. Klar, es kommt aus den Logen und immer aus den Überlebenden. Ja, massive Geschichtsfälschung, komplett dummes Zeug von Hexenverbrennungen bis sonst was, wie bösartig die Menschen alle waren und haben mal ganz locker so eine Hexenverbrennung als Beispiel, sage ich immer jetzt, so ganz locker zugeguckt, wie der Mensch verbrannt wird. So war der Mensch schon immer schlecht. Und, aber ich sag mal, so ein dummes Zeug kommt wirklich aus den Logen und es ist auch immer gegen den Menschen ausgerichtet. Und ich wiederhole mich da, aber es ist nicht nur Tartaria, sondern Atlantis war überall. Mhm. Hat Fossine Götter mal zwei wunderschöne Videos gemacht. Mhm. Und ich kann Atlantis sagen, ich kann Tartaria sagen, aber für mich ist beides das Gleiche. Es ist eine Epoche, die kontinentumspannend war. Und alle Menschen waren auf demselben Level, aber auch ein negatives Level. Ja, wer so wunderschöne Bauten hervorbringt, muss nicht unbedingt immer ein guter Mensch gewesen sein. Ja, gerade wenn er aus den Logen heraus mit dummem Zeug und verwirrt wird mit Geschichtsfälschungen. Wir haben ja auch aus dem indischen Raum kam das mit den Vimanas, die auch schon mal von Kontinent zu Kontinent geflogen sind. Ha, es sind halt Vimanas. Ne? Was sind Vimanas? Es sind Drohnen. Ja, auch die hatten schon diese Technologie. Wir hatten ja mal eine andere Sendung gemacht schon über die Pyramiden und ich habe versucht zu erklären, dass die Pyramiden, ob sie jetzt in Bosnien stehen und in Deutschland stehen, aber es waren immer Wasseradern, die noch funktioniert haben und darauf haben die gestanden und daraus haben die das bisschen Strom generiert. Aus der Wasserkraft. Das waren Wasserkraftwerke sozusagen, ja. Nur für uns nicht verständlich. Du musst dich in dieses Thema einarbeiten und dich auch fragen, wie bei den Pyramiden beispielsweise, wie kann ein Generator in der Pyramide wirken, wenn noch gar nicht ein Generator erfunden wurde, diese Technologie. Aber der Generator zur Stromgewinnung, der war eben ein bisschen einfacher. Ja, das hat wirklich funktioniert. Man muss nur die richtigen Videos anklicken und es ist ja auch was Schönes. Du kommst der Wahrheit immer so ein bisschen näher. Ja, aber du bist doch ein bisschen einsamer. Ja, das ist auch klar. Ja, aber wie gesagt, Atlantis war überall, Tartaria war überall und dir gebe ich 100% recht, es kommt aus den Logen heraus und es wird sich auch nicht verändern, solange die letzten Rohstoffe auf dieser Erde für unsere Technologie, die wir jetzt leben, mit Akkus, mit Akku am Fahrrad, mit Akku am Auto, mit Akku am Moped oder sowas, ja, alles Akku, Akku, Akku. Und so brauchen wir eben alle möglichen Rohstoffe. Und wenn die verbraucht sind, dann ist auch für uns, müssen wir wieder neu umdenken, ja? Dann wird wieder was Neues entstehen und dann werden wieder Logenbrüder uns eine neue Geschichte erzählen. Es ist sogar durchaus denkbar, dass dann der mit dem Schnauzbart und dem Seitenscheitel gar nicht existiert, dass der aus unserer Geschichte dann verschwunden ist, weil es war ja ein bösartiger Deutscher. Und eine spannende Sache und deswegen ist es auch so spannend, weil ich bin neugierig und neu und Gier ist ja nichts Positives, ja, neu und Gier. Ich bin gierig auf was Neues, aber ich glaube, dass ich hier auf der flachen Erde bin, um mich mit diesen Informationen zu versorgen und dann auch glücklich zu sein, weißt du? Also das heißt? Ja, anders kann ich nicht erklären, ne? Weil das bohrt immer in mir weiter und ja, ich will jetzt noch zum Abschluss bringen. Also ich bin auch froh, dass ich deinen Kanal gefunden habe, dass ich dann mal über meine Sachen so reden konnte. Ja, aber Tartaria, alles klar. Tartaria war überall, Atlantis war überall. Also ich habe mir ein paar Videos angeschaut über dieses Thema und da gab es ja auch so einige Dinge, die ich ein bisschen komisch fand. Da gab es ja irgendwelche Kinder, Tausende von Kindern wurden in Zügen reingefärscht und dann nach Amerika gebracht, um eine neue Zivilisation aufzubauen. Was genau ist da passiert, Yannick?
Ja, die Kinder mussten auch gerettet werden. So war das ja bei den richtig großen Katastrophen. Mhm. Hatten wir auch schon mal eine Sendung drüber, dass nicht alle Titanen versteinert sind, alle Giganten verschwunden sind, alle Riesen verschwunden sind, sondern dass junge Menschen immer im Untergrund überlebt haben. Und klar, sie wurden dann verschifft, aber es wird nicht gesagt, dass sie ja in Untergrundanlagen, die tatsächlich existieren, in Dumps für eine gewisse Zeit dann generiert werden. Ja, das heißt, du brauchst Menschen, die sich dann wieder fortpflanzen, und das ist völlig normal. Und diese Geschichte ist auch wahr. Mhm. Die Geschichte ist wahr. Du musst auch Arbeitsvieh, ich spreche jetzt aus ihrer Sicht, ja, Arbeitsvieh auch, also uns Menschen, wir sind ja für sie, wie gesagt, Arbeitsvieh, und die musst du auch retten, damit du dich selber nicht arbeiten musst oder nur noch gedanklich arbeiten, also anleiten. Ja, und dafür brauchst du eben auch diese Menschenmasse, und deswegen musst du auch junge Menschen generieren. Und das haben sie gemacht, ja. Also, nur bei diesen Geschichten, die sind ja alle bei YouTube nicht gelöscht. Das heißt, das ist schon gefährlich. Ja, da musst du mit anderen Gedanken rangehen. Und für mich, aus meiner eigenen Theorie, ist es eben 1812 und nicht diese Jahreszahlen, die da genannt werden, bei den verschiedenen Videos. Es gibt ja so, naja, weniger als 10, 5 bis 8 Videos gibt es darüber. Ich glaube, Giovanni Alaimo hat da auch drüber referiert. Und da gibt es immer unterschiedliche Jahreszahlen, und das ist dann für mich, ich gehe meinen eigenen Weg, weißt du? Für mich war das 1812. Und für den anderen YouTube ist das eben 1876 oder so. Ja, aber es gibt nicht viel Unterschied. Aber dass das gemacht wird, klar, keine Frage. Du brauchst junge Menschen, die müssen sich fortpflanzen. Du brauchst auch in Zukunft wieder Sklaven, die, du hast ja so viele Sklaven auch auf deinem Kanal. Also ich meine jetzt nicht die echten uns unterstützenden Menschen, sondern die anderen, wo du auch deine lustigen Videos drüber gemacht hast. Ja. Ja. Aber solche Menschen brauchst du eben auch, und die werden generiert. Ja. Mhm. Also es ist eine wahre Geschichte. Aber meinst du nicht, dass, sagen wir mal, also berühmt zum Beispiel in Industrie von Hollywood, da laufen ja so wie Angela Jolie oder Brad Pitt, meinst du nicht, dass deren Blutslinie durchaus mit diesen Leuten irgendwas zu tun hat, die wir Tartarier nennen, dass das vielleicht Nachkömmlinge von diesen Wesen sind, weil die sich ja besser darstellen als der normale Mensch? Ja, doch, denke ich schon, ja. Also sie kommen aus dieser Epoche. Tartarier-Epoche. Die müssen nicht unbedingt in der Ukraine oder in Russland oder Weißrussland oder Litauen oder da müssen sie nicht unbedingt herkommen, sondern diese Tartarier-Gesellschaft war genau wie Atlantis, wie ich schon gesagt habe, überall. Ja, und das sind die Vorbilder, das sind die Menschen, die Papyrus haben und da aufschreiben, wer war mein Vorfahre und so weiter. Und die können bis in dieses 5000. Jahr zurückschauen, weil sie es immer wieder aufgeschrieben haben. Mhm. Ja, wir kriegen das vernichtet. Wir kommen jetzt in ein Zeitalter von Hologramm. Ja, wo die Information da ist, und ist sie weg. Das ist Hologramm weg. Wir schalten das Handy aus, da habe ich schon vergessen, was ich überhaupt sagen wollte. Und die Leute schreiben das wirklich auf und verinnerlichen das und holen das immer wieder hervor. Deswegen geht dieses alte Wissen auch nicht verloren. Und deswegen, ja, würde ich auch sagen, so wie du es gerade gesagt hast, klar, kommen die von Tartaria. Klar, ja, die haben diese Gebäude auch nicht nur aus Spaß an der Symmetrie, ja, an den Proportionen gebaut, sondern diese Gebäude, auch Le Mans Saint-Michel, alle möglichen, fällt mir jetzt kein zweiter ein, Versailles und so, das sind alles Gebäude zur Stromgewinnung, das muss man auch sehen, ja, unter der Kuppel, Hagia Sophia und so weiter, kannst du wirklich Strom gewinnen. Du hast da oben Beleuchtung, und in diesem Zeitalter hatten noch nicht alle Menschen Strom. Ja, das ist für uns vielleicht auch nicht so leicht vorstellbar, weil wir denken, Mensch, ja, künstlicher Granit, Kautschuk, Schwefel, Kalksandstein, Gemischsäule mit Arretierung und so, der private Mensch die Möglichkeit haben, auch selber sich ein schönes Heim zu schaffen. Nein, das hatten wir tatsächlich nicht. Ja, sondern nur die Brüder hatten diese Gebäude, und die waren zur Hälfte zur Repräsentation, klar. Gar keine Frage, Symmetrie, alles ist perfekt, sieht wunderschön aus, kannst dir angucken, kannst die Macht
die diese Menschen haben angucken und das bestaunen und bewundern. Aber sie waren auch, um Strom herzustellen und diese Abgrenzung zu haben zum normalen Menschen. Also es gab immer schon diese zwei Schichten von dem Arbeitsvieh, wie du und ich. Ja, ich mache die Menschen nicht schlecht, ich meine mich selber damit, auch Rufus McFly meine ich damit. Alle wir sind Arbeitsvieh für die, und das ist diese Elite, die niemals im Fernsehen oder in Medien auftauchen, die du nie zu Gesicht bekommst. Und da sind die ganz stolz drauf. Und die haben, ja, dieses alte Wissen, ja. Das ist interessant, sehr interessant. Das heißt übersetzt, Tartaria war überall, vielleicht noch, immer noch, durch ihre Überlebenden, die unter uns weilen, aber wir sie nicht, natürlich nicht erkennen, weil die nicht ja, im Bildschirm auftauchen, sondern geheim und irgendwo schön leben, Leute, und die uns als Vieh benutzen. Deswegen gibt es auch in religiösen Büchern ab und zu mal das Wort Vieh für den Menschen. Ja, muss man leider sagen. Und ich sag mal so, letzte Frage, Yannick, bevor wir das Thema mal ablöschen, sag ich mal. Wer sind diese Wesen, beziehungsweise warum denken die, dass die besser sind als die Menschen? Was sind die denn? Durch diese lange Geschichtslinie. Ja, also der Unterschied ist, wenn wir als sogenannte normale Menschen geboren werden, haben dann unsere Konzepte. Mhm. Ja, wir kriegen die Nuckelflasche oder erstmal die Brust vielleicht, wenn wir Glück haben, Muttermilch. Und das haben die auch, aber parallel kriegen die ihre Geschichte mitgegeben. Und diese Geschichte haben wir nicht. Mhm. Ja, das heißt, das sind wirklich Menschen, die Bescheid wissen. Das sind, und die auch ein Interesse daran haben, Bescheid zu wissen. Mhm. Um die Menschenmasse natürlich zu steuern. Ja, und das haben wir einfache Menschen eben nicht. Ja, wir kriegen Geschichtslügen. Unsere Eltern glauben, dass künstliche Muttermilch gut ist. Und dann geht es mit den Impfungen immer weiter. Und dann kriegen wir das Geschichtsbild. Und dann kriegen wir das Physikwissen. Dann kriegen wir ja, Mathematikablenkung. Und wir kriegen so viel Müll in uns reingestopft, dass wir das nicht erkennen können. Aber diese Menschengruppe, die kriegen die Wahrheit immer parallel. Ja, die werden ja auch geboren. Das sind auch ein Säugling, was erstmal abhängig ist. Aber wenn er dann 7 Jahre alt wird, hat er seine erste Einweihung und so weiter und so weiter und kriegt immer mehr Wissen und ist dann ein Führer für die Logenbrüder, die dann ja, die dann einfach sich in Clubs treffen und dann auch froh sind, dass sie Menschen leiten können und dass sie mehr wissen als andere. Aber diese Kräftegruppe hat das Hauptwissen, weil sie die Geschichte hat. Sie weiß ganz genau, was passiert ist. Ja? Und wir Menschen, wir kommen, ja, es ist halt schwierig. Du kommst schon an dieses Wissen ran, aber du verlässt auch deinen Körper dabei. Das heißt, das ist, glaube ich, noch mal eine eigene Sendung wert. Ja. Okay. Und die wird dann noch sehr esoterisch. Aber du kannst an dieses Wissen herankommen, aber es gibt dann kein Zurück mehr. Weißt du, du musst dich dann entscheiden. Mhm. Entweder wirst du selber beseitigt oder du schließt dich diesen Menschen an, fängst wieder ganz unten an, in der Loge irgendwo, integrierst du dich und darfst dann weiterleben, bist aber vielleicht auch nicht glücklich. Mhm. Diese Menschen sind auf jeden Fall glücklich. Ja, die sind mit Negativität angefropft, weil sie das als kleines Kind schon, wie gesagt, parallel zu ihrem normalen Leben dazugebracht. Das haben die immer bei sich. Und die wissen die wahre Geschichte. Ja, und das ist so wichtig. Wir wissen die wahre Geschichte eben nicht. Wir müssen uns alles erarbeiten. Wir müssen uns beschimpfen lassen. Und hast du nicht gesehen. Leider. Sehr gut, Yannick. Sehr gut, schöner Abschlusswort. Leute, Wissen ist Macht, das heißt, echtes Wissen ist Macht. Dieses Wort kommt nicht umsonst her. Das heißt, yep. Leute, die uns ja beherrschen, geht es am meisten darum, dass die über die alte Geschichte von dieser Ebene, von dieser flachen Erde Bescheid wissen und uns als dumme Vieh bezeichnen, weil sie uns kein Wissen geben. Das ist ja alles nur ein Wissen, ein falsches Wissen, was wir annehmen, genauso wie diese ganzen Einstein-Realitätstheorien, ganze Miss-Quantenphysik oder wie das Scheiße heißt. Es entlügen, Leute. Die echtes Wissen ist geheim. Deswegen sagt man auch Geheimgesellschaften, weil sie geheimes Wissen vermitteln, Leute. Nur den Leuten, die sie ausgekoren haben.
So, das war's für heute. Janik, super geile Thematik und sehr gut gesprochen, mein Freund. Ich würde mal sagen, dann sehen wir uns nächste Woche mal wieder über spannende Themen, über Verschwörungstheorien, über Aliens, über Naturerlebnisse, Leute. Ihr seid auf diesem richtigen Kanal und Professor Janik wird auf jeden Fall wieder dabei sein. Das war's für heute und ich sag mal ciao und tschüss. Ciao, ciao.